Es war um 1910. In Deutschland herrschte Kaiser Wilhelm II. Und Bethmann Hollweg war Reichskanzler. Zum ersten Mal überflog ein Flugzeug den Ärmelkanal. Und es wurde endlich deutschen Frauen gestattet, an der Berliner Universität Medizin zu studieren. Auch deshalb übersiedelten drei Wiener nach Berlin. Marie-Therese Schöngruber, geborene Hadwani, früher bekannt als Schauspielerin und Sängerin auf allen großen Bühnen der kaiserlich und königlich österreich-ungarischen Monarchie. Franz Schöngruber, Uhrmachermeister, Sammler und Spezialist für alte Uhren. Und die Tochter der beiden, Agnes Schöngruber, derzeit Studentin der Medizin. Etwa um diese Zeit zogen Scott und Amundsen aus, um den Südpol zu entdecken. Und sie entdeckten Berlin. Was ist denn nun? Ihr habt gesagt, in einer Stunde sollen die Dinger dran sein. Das geht nicht so plötzlich, wenn die Luft hier so trocken ist. Na, moin, ist Urlaubstag. Um 6 Uhr kommt der Fräulein zurück, die darf nicht schon merken, soll eine Überraschung sein. Das soll wohl eine Telefonleitung werden, wie? Was da je? Gegenteil. Zigarette? Bin so frei. Wenn man Zares mit Jodmundstück für 20 Pfennig das Stück kriegt, man nicht alle Tage angeboten. Na Mensch, Gott sei Dank, ich stehe wie auf Kohlen. Wenn es schon nichts zu trinken gibt, gibt es wenigstens was zu rauchen. Feuer brauche ich auch noch. Bitte. Manchmal. Sehen. So, das wär's. Heute um 7 geht's los. Aber Sie dürfen erst in die Wohnung kommen, wenn meine Tochter weg ist. Frau Gerke wird es Ihnen dann sagen. Ja, um 7 montieren wir erst mal draußen. Ich meine, bis dann werden Sie hier weggeschafft haben. Nicht? Wie lange werden Sie dann noch brauchen? Ja, wenn die Luft nicht wieder so trocken ist wie heute, dann geht das mit dem Schüssler weg, ne? Mit dem Schüssler was? Schüssler weg, das heißt natürlich wie ganz auf der Schnelle. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Agi darf keinen Fall etwas merken. Morgen ist mein Mann in München. Wenn das Telefon montiert ist, werde ich sofort ein Gespräch für ihn anmelden. Und wenn Agi dann kommt und das Telefon läutet, lasse ich sie den Hörer abnehmen und sie kann mit ihrem Vater sprechen. München, so weit kann man doch nicht telefonieren, Frau Schönhofer. Doch, bis über 1200 Kilometer kann man sprechen. Das versteht man auch. Die Beamten haben gesagt, ja. Na, auf alle Fälle wird der Telefon unserem Haus ein ganz anderes Renommee geben, das sagen alle hier in der Gegend. Und was die Frau Klinger ist, die bisher die Einzige war, die hier in der Straße ein Telefon gehabt hat, die Blatt vorher, ja. Frau Gerke, ich habe Sie gebeten, es noch niemandem zu erzählen. Halt doch nicht, ich bin doch nicht inne, die Quatsch. Aber Sie sagen, alle Leute reden darüber. Ach, die kennen wir doch, nicht ein Wort halt gesagt. Aber Ihr Mann vielleicht. Wer? Frau Schönhofer, haben Sie schon mal erlebt, dass mein Oller das Maul aufkriegt? Nicht mal mir würde der was flüstern. Das ist es ja, was den kleinen Mann so verbittert und den Bürger auf die Barrikaden treibt. Nee, nee, von dem erfahren die Leute nichts. Hm. Also, was der Herr Schönhofer ist, ja, das ist ja nun ein Spezialist für olle Uhren. Und neulich war so ein bayerischer Spinner bei ihm, ja, so ein richtig reicher. Und der hat ihn ja nur auch eingeladen auf so eine Vortragsreise. Und da verdient der olle Schönhofer nun mal endlich richtig Geld. Aber ich denke, er ist ein reicher Mann. Das ist er ja auch, aber ein Spinner. Der hat eine Uhrensammlung, ja? Die ist ein Vermögen wert. Aber verkaufen tut er nichts. Nicht ein Stück. Aber das Haus hier hat er geerbt, ne? Na sag doch. Wegen der Erbschaft sind sie auch von Wien übersiedelt. Und dann Fräulein Agi, ja, was die Tochter ist, die studiert ja auf Arzt. Und das ist in Wien ja gar nicht so einfach für eine Frau. Und das war natürlich ein weiterer Grund dafür. Ah ja. Und wer versorgt hier den Laden, wenn Herr Schöngruber weg ist? Ach, darüber sprechen wir lieber nicht. Aha, warum denn nicht? Aber wissen Sie, ist ja ein guter Mensch, der Herr Schöngruber. Aber ein Menschenkenner, das ist er nicht. Ich habe 3 Uhrketten verkauft. Das ist fein. Haben Sie das auch ins Kassenbuch eingetragen? Ja, hier ist das Geld. Das rechnen wir am Ende der Woche ab. Ja. Und hier, der Schlüssel. Den Schlüssel behalten Sie. Sie sind jetzt verantwortlich für die Kasse. Und das ist der Schlüssel zum Geschäft. Sie können jetzt gleich vom Außen zusperren. Und morgen früh müssen Sie dann bei mir nicht läuten, wenn Sie aufsperren wollen. Ja, aber... Aber? Wenn Sie Angst vor der Verantwortung haben, hätten Sie sich nicht um die Stelle bewerben dürfen, Herr Siebe. Na, Sie werden doch das Geschäft noch allein auf und zusperren können, oder? Ja, das glaube ich schon. Na also, dann halten Sie mich nicht auf. Ich habe noch viel zu tun. Gute Nacht, Frau Schönhofer. Gute Nacht, Herr Siebe. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig, Mamuschka? Entweder man vertraut einem Menschen, dann kann man ihm auch die Schlüssel geben. Oder man vertraut ihm nicht. Dann soll man ihn erst gar nicht einstellen. Aber Mama, das kann ihn doch auch auf dumme Gedanken bringen. Was sagst du jetzt? Du hast doch dem Papa zugeredet, er soll ihn nehmen. Du aber auch. Ich gebe ihm ja auch die Schlüssel.
Warum bist denn so nervös? Ich? Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich wollte nur nachschauen, ob das der Briefträger ist. Papa hat gesagt, er schreibt uns gleich eine Karte, wenn er in München ankommt. Aber Mamuschka, er kommt doch erst heute früh in München an. Agi, du könntest auf dem Wege zur Universität die Bücher besorgen für Papa. Heute hast du doch Zeit. Na, die habe ich doch schon gestern besorgt. Aber du könntest am Bahnhof vorbeifahren und dich erkundigen, wann die Züge ankommen, damit wir Papa abholen können. Erstens kommt er erst nächste Woche zurück. Zweitens wird er telegrafieren, wann er ankommt. Und drittens liegt der Zettel mit allen Zügen auf deinem Nachttisch. Das ist eine Unverschämtheit. Was denn? Die Telefongebühren werden erhöht. Vom 1. April 1910 erhöht sich die jährliche Pauschalgebühr für Anschlüsse an die Ortsfernsprechnetze in Adelshof von 100 auf 120 Mark, Reinickendorf von 140 auf 150 Mark, Steglitz von 150 auf 160 Mark, Wilmersdorf von 160 auf 170 Mark. Die jährliche Grundgebühr für Fernsprechanschlüsse erhöht sich in Steglitz von 60 auf 75 Mark und in Wilmersdorf von 75 auf 90 Mark. Warum regst du dich darüber so auf? Weil das nicht gerecht ist. Die können doch nicht in jedem Bezirk andere Preise nehmen. Wir zahlen fast doppelt so viel wie die in Adelshof. Mamuschka, warte einen Augenblick, ich komme gleich wieder. Wo gehst du denn hin? Ich glaube, ich habe eine Überraschung für dich. Haben Sie vergessen, dass mein Vater heute um 8:30 Uhr anrufen wollte? Nein. Aber meine Emma hat heute Ausgang und ich bin nicht ihr Telefon ab. Sie haben uns doch selbst angeboten. Wenn der Anruf kommt, schicken Sie Ihren Sohn zu uns. Jetzt hören Sie mal, Fräulein Schöngruber. Wenn Ihre Frau Gerke überall herum erzählt, dass ich vor Wut platze, weil Sie jetzt auch ein Telefon bekommen, und wenn Sie dann nicht die paar Stunden warten können, bis es montiert ist, dann gehen Sie meinetwegen zum Postamt telefonieren. Aber kommen Sie nicht zu mir. Guten Morgen. Immer dieses dumme Gerede von dieser Frau Gerke. Es hätte so eine schöne Überraschung werden sollen. Abends hättest du mit Papa reden können. Weil man sich auch auf dich nicht verlassen kann. Jeden Tag rennst du fast ohne Frühstück aus dem Haus. Ausgerechnet heute hast du nichts zu tun. Das war doch nur, weil wir dich überraschen wollten. Wir haben mit Frau Klinger ausgemacht, dass Papa heute um 8:30 Uhr aus München anruft. Ihr immer mit euren Überraschungen. Der arme Franz sitzt jetzt im Hotel und weiß nicht, warum der Anruf nicht angenommen wird. Ach, Frau Gerke. Ja, nun können Sie aber nicht mehr länger warten, Frau Schönjuber. Gleich 9:30 Uhr. Wollen Sie oder wollen Sie nicht, warten ist nicht mehr drin. Kommen Sie rein, fangen Sie an. Denn immer rin ins moderne Zeitalter. Du bist so eine Art Hornberger Schießen. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Nun vergessen Sie nicht das Bier, denn geht das alles schneller. Guten Morgen, die Damen. Moin. Na, das Telefon schon montiert? Fernsprecher können Sie bezahlen. Aber ein Bier fürs Arbeiten Erfolg ist nicht drin. Wie lange werden Sie denn noch brauchen? Das geht noch eine ganze Weile. Gestern haben Sie etwas von einem Schießler-Weng gesagt. Schießler-Weng, was ist denn das? Keine Ahnung. Die Dame muss dir missverstanden haben. Ja, das kann leicht vorkommen, so eine trockene Räume. Ach, dann krieg ich direkt am Angel heißere Kehle. So schaffst du das nie. Schießler-Weng. Aha, kommt vom Französischen. Ainsi cela vient. Mit Schwung. Mit einem Griff. Na, sagen Sie mal, wie lange dauert denn das? Derweil wird nur eine Kuh wieder jung. Nur aber Dampf, sonst kriegen Sie eins auf den Deckel. Mir fehlen die Silben. Auf einmal spricht die eine menschliche Sprache. Frau Schönjuhr, wir schaffen das nicht. Sind Sie krank? Wir haben es hier im Hals. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Geschafft. So, das wird Ihnen gut tun. Kein schlechtes Maß. Oh, jawohl. Das hätten Sie nicht trinken sollen. Das ist Salzwasser zum Gurgeln. Oh, Gurgeln? Wir sind doch nicht krank. Alles, was wir brauchen, ist ein Bier. Bier, verstehen Sie das nicht? Gibt's da keinen Laden für dafür in Wien? So, Bier. Lass mal gut sein, Maxi, die Dame will nicht verstehen. Da haben Sie denn schon alles ausgetrunken? Verstehen wir alles aus, so wie man ja nicht gekriegt. Ja, wenn Sie auch auf dem Bier sitzen, statt zu arbeiten, dann werden Sie doch lange Durst haben müssen. Fritz, Mensch, du sitzt ja auf meinem Bier. Mann.
Max? Fritze, bitte. Naja. 7, 9, 4. Herein. Guten Morgen, Frau Schöngruber. Ach, Herr Siebe, um Sie habe ich mich heute noch gar nicht gekümmert. Da unten ist ein Kunde. Ich glaube, der will nicht von mir bedient werden. Warum denn nicht? Zuerst hat er nach Herrn Schöngruber gefragt und jetzt nach Ihnen. Na, dann wollen wir mal sehen. Guten Morgen, Frau Schöngruber. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Kneko. Ich hätte ganz gerne... Bitte, wir haben ein Schild aufgestellt, dass man die Uhren nicht berühren soll. Es sind sehr kostbare Stücke. Ich sehe es, Kneko, ich sehe es. Ich verstehe selbst etwas von alten Uhren, aber wenn ich sie kaufen will, muss ich sie hier vorher anschauen. Nicht wahr, gnädige Frau? Die Uhren sind nicht verkäuflich. Sie gehören zur Privatsammlung meines Mannes. Schade, schade. Ich hätte gerne ein paar gekauft. Das Stück dort ist doch mindestens 2000 Mark wert, nicht wahr? Sie ist unverkäuflich. Und darum hat es keinen Sinn, über den Wert zu sprechen. Ich möchte mit Ihnen, gnädige Frau, privat sprechen, wenn es erlaubt ist. Bitte? Unter vier Augen. Ich glaube, es ist sehr wichtig für Sie. Bitte kommen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke. Bitte. Frau Schöngruber, Sie haben sehr viel Vertrauen zu Ihrem Verkäufer, dass Sie mit der offenen Kasse und den kostbaren Uhren dort unten allein lassen. Was wollten Sie mit mir besprechen? Ich habe nicht sehr viel Zeit. Eben das. Ich glaube, Ihr Vertrauen zu diesem jungen Menschen ist nicht gerechtfertigt. Inwiefern? Er hat sich bei Ihnen unter dem Namen Erwin Sieber vorgestellt, in Wirklichkeit aber heißt er Werner Schaff. Das ist auch ein sehr hübscher Name. Ja, sehr hübsch. Nur dieser Werner Schaff hat vor einem Jahr im Betrieb seines zukünftigen Schwiegervaters aus der Kasse 300 Mark genommen und hat dafür 3 Monate Gefängnis bekommen. Hat er die Strafe abgesessen? Allerdings. Und weiter? Weiter? Ich bitte Sie, Sie haben einem Verbrecher vertraut. Für das, was er getan hat, ist er bestraft worden. Und damit ist die Sache wohl erledigt. Aber ich bitte Sie, wie ich höre, hat er sich auf eine Annonce hin beworben. Das heißt doch offensichtlich, dass er die nächste Gelegenheit benutzen wird, um Sie auszurauben. Diese Gelegenheit hat er schon oft genug gehabt. Er hat es nicht getan. Nun, er wird es nicht so offen tun, damit der Verdacht nicht gleich auf ihn fallen muss. Sind Sie von der Polizei? Nicht direkt. Was heißt nicht direkt? Frau Schöngruber, ich halte es für die Pflicht eines jeden Bürgers, darauf zu achten, dass Ordnung im Staate herrscht. Und als ich den jungen Burschen vor 3 Monaten zufällig auf dem Telegrafenamt gesehen habe mit Ihrem Telefonantrag, hielt ich es für meine Pflicht, Sie zu warnen. Und Sie meinen, wir sollen ihn jetzt sofort entlassen? Das würde ich allerdings sehr empfehlen. Und überall, wo er wieder eine Stellung findet, werden Sie auftauchen und die Leute vor ihm warnen, damit er sich auf keinen Fall eine ehrliche Existenz aufbauen kann. Sie werden diese Ihre Einstellung noch sehr bereuen, gnädige Frau. Aber bitte, sollten Sie dennoch einmal meine Hilfe brauchen? Wenn Sie unbedingt jemandem helfen wollen, warum helfen Sie nicht dem jungen Mann? Weil er einmal eine Dummheit gemacht hat? Dummheit? Diebstahl ist ein Verbrechen. Da sind mir manche Verbrecher lieber als gewisse anständige Bürger. Darf ich bitten? Guten Tag. Guten Tag. Tja. Amt 4, Anschluss 2364. Ordnung, danke. Oh, es funktioniert. Die haben neue Sauces hier mit dem Schüsselerwing. Das auch. Und jetzt geht alles ganz einfach. Sie drehen ja an der Kurbel den Leute zum Amt. Dann nehmen Sie den Hörer ab und warten, bis das Amt sich meldet. Und dann sagen Sie, hier Schöngruber, Amt 4, Anschluss 2364. Und dann sagen Sie, was Sie wollen. Und schön deutlich. Und wenn ich mit München sprechen will? Na, dann sagen Sie, bitte München und die Nummer. Ja, und die Nummer, ja. Die Nummer habe ich doch irgendwo. Yes, ja. Vorsicht! Das ist eben die Vorschrift. Mehrmaliges zu schnelles Drehen der Kurbel kann zur Beschädigung des Beamten und zu Ersatzansprüchen führen. Also immer schön sachte drehen, Frau Schönbuhr. Na so, lahmen wir auch wieder. Hier ist das Amt. Welche Nummer wünschen Sie? Es funktioniert. Ich höre ihn reden. Na, dann müssen Sie ihm sagen, was Sie wollen. Ja, was ich will. Hier ist der Riese Schöngruber. Nicht so laut. Riese Schöngrube. Amt 4, 4... Anschluss 2364. Amt 4, Anschluss 2364. Bitte München 312. Mit Voranmeldung für Herrn Franz Schöngrube. Amt 4, Anschluss 2364, München 312. Mit Voranmeldung für Herrn Franz Schöngrube. Bitte hängen Sie ein. Sie werden angerufen.
Danke. Danke. Na, wenigstens 5 oben, eine kleine Karies. Scheint sie auch noch zu freuen. Ja. Auf. Weil es mir leid hätte, wenn ein preußischer Regierungsrat im Kultusministerium zu den Dummköpfen gehören würde, die sich ihre gesunden Zähne aufbohren lassen, nur damit sie jeden Tag ein paar Minuten mit meiner Assistentin schwätzen können. Manchmal übertreibt er ein bisschen. Was macht unser junger Freund? Oh ja, der ist sehr brav. Sie haben ihm sehr damit geholfen, dass Sie ihm diese Aushilfsstelle gegeben haben. Glauben Sie wirklich, dass ihm damit geholfen ist, wenn er ein paar Wochen bei uns im Geschäft gearbeitet hat? Aber sehr. Er muss doch überall, wo er sich um eine Stelle bewirbt, seine Entlassungspapiere aus dem Gefängnis vorlegen und dann nimmt ihn keiner. Wenn er aber aus der Zeit danach genügend gute Referenzen und Zeugnisse hat, dann braucht er die Entlassungspapiere nicht mehr vorzulegen. Warum kümmern Sie sich eigentlich um diese straffällig gewordenen jungen Leute? Das hat doch gar nichts mit Ihrem Beruf zu tun. Als Beamter hat man eben wieder Zeit und solange man nicht verheiratet ist, was soll man mit der Zeit anfangen? Meine Mutter hat ihm gestern den Kassenschlüssel gegeben und den Schlüssel vom Geschäft. Weiß sie, dass er im Gefängnis war? Na eben nicht. Ich glaube, ich muss es ihr sagen. Ich glaube nicht, dass er sie bestehlen würde. Er hat vor Gericht behauptet, sein zukünftiger Schwiegervater habe davon gewusst, dass er das Geld aus der Kasse genommen hat. Aber wem glaubt wohl ein preußisches Gericht mehr? Einem Arbeiterkind oder einem wohlhabenden Geschäftsmann? Das sagen Sie als Preuße? Musst du nicht alles gut finden, nur weil man in dem Land geboren ist, oder? Sie glauben ihm also. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass er die Wahrheit sagt. Der alte Herr war gegen die Heirat. Vielleicht wollte er den unliebsamen Schwiegersohn auf diese Weise loswerden. So, Herr Regierungsrat Bohrer, jetzt wird Ihnen gleich die Lust vergehen, Ihr Vaterland in den Schmutz zu ziehen. Frau Gerke, gehen Sie doch bitte zu Frau Heinrich. Sagen Sie ihr, Ihre Schwester will in 10 Minuten wieder anrufen. Es ist dringend. Wenn das so weitergeht, möchte nur wissen, woher die alle wissen, dass wir ein Telefon haben. Ja, wenn Sie das nicht wissen, Frau Gerke, wer soll es dann wissen? Nee, passiert es ja nicht. Ich will dir nur sagen, dass wir ein Telefon haben. Nicht wir. Was die Frau Schöngruber ist, die aus Wien. Hä? Ja, genau die. Also, wenn du mir anrufen willst, kannst du mir hier erreichen. Amt 4. Kleben und Mang noch, Frau Schöngruber, ja? Bist du noch dran? Das ist keine Rede. Halt ganz vertraulich erfahren. Darf ich mal was mit meinem Schwager telefonieren? Das ist nicht alles nicht angelehnt. Selbstverständlich. Es ist nur gerade besetzt. Ach, das macht ja nichts. Ich kann warten. Nett, dass Sie mich haben holen lassen, Frau Schöngruber. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie auch telefonieren, Frau Polakowski? Er ist weg. Wer ist weg? Herr Siebe. Er hat gesagt, ich soll Ihnen die Schlüssel zurückgeben. Er ist ein anständiger Junge, Frau Schöngruber, auch wenn er nie Tennis gewesen ist. Hat er Ihnen davon erzählt? Warum ist er davon gerannt? Er hat mir nur die Schlüssel gegeben und gesagt, Sie wissen schon, warum er geht. Ja, dann hat er noch gesagt, es hat ja doch alles keinen Sinn. Da kann doch nur dieser Mann dran schuld sein, der sich überall nach ihm erkundigt und allen erzählt, dass er im Gefängnis war. Nicht einen Pfennig hat er mitgenommen. Hat er Geld? Oh, bestimmt nicht. Hat er Ihnen nicht gesagt, wohin er gehen will? Wohin soll er denn hin? Er hat doch niemanden. Da müssen wir uns überlegen, wohin jemand geht, der nicht weiß, wohin er gehen soll. Guten Tag. Guten Tag. Herr Schöngruber meint, wenn seine Frau nicht da ist, könnte man sie vielleicht holen. Ach so. Ich werde es den Herrn sagen. Danke. Die Dame in Berlin lässt Ihnen sagen, Sie sollen sie nicht mehr belästigen. Wenn Sie mit Ihrer Frau reden wollen, sollen Sie sie in Ihrer eigenen Wohnung anrufen. Ja, das würde ich ja sehr gern tun, aber wir haben leider kein Telefon. Hallo? Hallo? Nein, bitte, was für ein Anschluss hier ist? Wieso? Wieso? Wieso können Sie mich nicht verstehen? Ich höre Sie sehr gut. Hier ist der Portier. Ja, ein Herr Schöngruber ist hier. Eine Voranmeldung für Sie aus Berlin. Na, also, das ist ja doch... Resi! Hallo, Resi!
Politik ist notwendig. Wir haben doch in den Kolonien... Frau Gerke, was hat das zu bedeuten? Ich kann ja auch nicht für Fräulein Hai. Aber die Frau Mama hat gesagt, wenn einer kommt und will telefonieren, dann soll ich ihn ranlassen. Das haben wir nur davon. Und wo ist meine Mutter? Weil die sucht doch den Sieber. Wieso sucht sie ihn? Weil er doch weggelaufen ist. Weggelaufen? Warum? Ich glaube, weil einer rumerzählt hat, der doch im Knast gewesen ist. Nächstenliebe ist ein menschlicher Zug. Bloß wenn sie einer verdient. Der Junge verdient es nicht, wenn sie mir fragen. Entschuldigen Sie bitte. Nee, so aber nur ja nicht. Kommt als Letzter und will als Erste telefonieren. So, Fräulein Schöngruber. Ach so. Bitte, Fräulein Schöngruber. Danke. Hier Amt 4, Anschluss 2364. Bitte, ich möchte das Ministerium für Unterricht, Herrn Regierungsrat Niemitz. Herr Regierungsrat. Hier spricht Agnes Schöngruber. Ich höre eben, dass Erwin Sieber weggelaufen ist. Ich glaube, weil einige Leute aus unserer Nachbarschaft sich nicht sehr anständig gegen ihn benommen haben. Meine Mutter sucht ihn. Vielleicht kommt er zu Ihnen. Ja, ich bin zu Hause. Danke. Danke. Das nimmt ja Form an. Regierungsrat Niemitz. Das hat doch alles keinen Sinn. Irgendwann wird immer jemand kommen, den ich kenne, und wird es erzählen. Ich kann doch nicht jedes halbe Jahr ein neues Leben anfangen. Sie müssen nur einmal anfangen, aber dann müssen Sie dabei bleiben, nicht immer wieder davonrennen. Sie wissen nicht, wie das ist. Ich glaube, es ist nicht leicht, aber es wird Ihnen gelingen. Aber wie denn? Ein Leben lang werde ich Angst haben müssen, dass jemand kommt, der meine Vergangenheit kennt. Ich will Ihnen nicht einreden, dass Sie es leicht haben werden, nur dass Sie es noch schwerer haben werden, wenn Sie immer wieder davonlaufen. Aber das ist doch nicht gerecht, dass der eine eine Dummheit macht und ein Leben lang dafür büßen muss. Und 100 andere machen die gleiche Dummheit und denen passiert nichts, nur weil sie reiche Eltern haben oder einfach Glück und nicht erwischt werden. Auch niemand behauptet, dass das Leben gerecht sei. Ob es für uns gut oder schlecht gewesen ist, das können wir immer erst sagen, wenn wir ganz am Ende stehen. Und Sie stehen erst am Anfang. Vielleicht auch schon am Ende. Glauben Sie? Ihnen macht es nichts aus, dass ich im Gefängnis war. Aber in ein paar Wochen, wenn Ihr Mann Zeug ist, muss ich mir wieder eine andere Stelle suchen. Alles fängt wieder von vorne an. Wozu? Ach, man kann einem Menschen nur helfen, wenn er sich helfen lassen will. Wir haben Sie nicht weggeschickt, Herr Siebe. Ich habe geglaubt, Sie würden es tun. Als ich zum Theater ging, war ich noch ein junges Mädchen. Meine Eltern hatten es mir verboten. In der Kleinstadt, in der wir wohnten, war das Theater für die Leute noch was Schreckliches. Ein Mädchen vom Theater, das galt als verkommen. Ich konnte es nicht begreifen, warum die Menschen so voller Vorurteile sind. Ich fand es so ungerecht, so grausam. Aber später, als ich dann berühmt war, da waren alle, die mich vorher verachtet hatten, sehr freundlich zu mir. Sie waren glücklich, wenn sie mit mir gesehen wurden. Ob das Leben mit uns gerecht war, das können wir immer erst sagen, wenn es ganz zu Ende geht. Kann man denn eigentlich gegen diesen Herrn Gnecko nichts unternehmen? Leider nicht. Er kann ja nachweisen, dass er nur die Wahrheit sagt. Herr Regierungsrat, das ist aber nett, dass Sie uns besuchen. Hast du ihn gefunden? Gefunden? Wen? Herrn Sieber. Was heißt gefunden? Wir haben einen hübschen Spaziergang gemacht. Das ist alles. Ja, ist er hier? Ja, in seinem Zimmer. Ich glaube, er ist sehr hungrig. Und dann entschuldigen Sie mich bitte. Dankeschön. Nehmen Sie Platz, bitte. Das nächste Mal solltest du uns aber sagen, wen du uns empfohlen hast. Oh, pardon, Frau, das war meine Schuld. Ich habe darum gebeten, dass niemand es erfährt, damit die Leute ihm unbefangen begegnen. Ich kenne meine Tochter, Herr Regierungsrat. Sie glaubt immer, es muss alles heimlich geschehen. Das hat sie nämlich von mir. Entschuldigen Sie uns bitte. Komm, Agi, jetzt telefonieren wir mit Papa in München. Komm. Entschuldigen Sie bitte. Vielleicht hättest du Frau Gerke doch nicht sagen sollen, dass sie jeden hereinlassen muss, der telefonieren will. Warum denn? Die Leute, die... Vielleicht hast du recht.